Olle will keine Anmoderation machen. Jetzt muss ich die wieder machen. Nein. Ja. Dann gibt's halt keine. Wir machen einfach so weiter. Puh. Ja, gut, das Spiel wäre. Spiel wird nicht mehr. Fünü-nü-nü-nü. Immer einmal mehr wiegen. Meine Tante läuft gefährlich nah an der Lava entlang. Deine Tante läuft immer gefährlich nah an der Lava. Da fühlt sie sich halt heimisch. Was ist denn, warum ist denn Blutstein Stufe 6? How many souls were sacrificed to create a bloodstone this powerful? We can honor those lost by destroying this perversion of their lives. Was ist das? Ja, wurde doch gerade gesagt, oder nicht? Nur wie. Welten der? Ja, kriegt gar keinen Schaden. 333, das muss schon was mehr machen. Hätte Tenebrium ist das ja. Ja, Tenebrium. Funktioniert. Dann machen wir deine Waffe. Echt, die geht kaputt dabei. Ohne Witz. Die ist schon gelb. Warum heilt das Ding sich immer wieder? Blut. Das Ding blutet oder was? Brennt doch, siehst du das nicht? Dann lösch das doch mal. Ich hab's ja eben angezündet. Oder mach's nass. Okay, ich zieh euch mit. Oh. Hm? Nein, der hat keinen Schaden. Nee, wurde einfrieren. Ja. Ist meine Waffe jetzt kaputt gegangen, weil die echt schon knapp davor war oder gibt das so viel Schaden? Schlag jetzt nochmal drauf. Bin jetzt bei 60 Haltbarkeit und jetzt bin ich bei 3 Punkte Haltbarkeit pro Schlag Abzug. Verbrennt wieder, mein Schwert verursacht Verbrennung. Ach, dein Schwert verursacht Verbrennung und deswegen. 10% die Wahrscheinlichkeit. Ja, darfst du nicht zuhauen. Ja, ich nehme eine andere. Hab ja noch ein paar. Kannst du mehrere Tenibrium machen? Ja, ja, mittlerweile schon. Ich glaube, ich habe nur eine. Den Orks soll eben alle aufgesammelt. Ich glaube, die hast du alle aufgesammelt. Ich habe keine, ne? Oh ja. Ist doch egal, wenn ich die Waffe drauf kriege. Schaff's das. Vielleicht löst das auch die Unverwundbarkeit auf. Oh, Achievement. Gimme Shelter. Oh, ihr habt es diesen Dämonen mitten in ihre leere Spalt. Also mitten in ihrem leeren Spalt ordentlich gegeben. Und das kleine Augenblick. Kein Augenblick zu früh. Unsere Heimstätte ist gerettet. Teurer Jäger, ziemlich gerettet. Und das haben wir nur euch zu verdanken. Ausgezeichnete Übungen für euer Unterfangen. Jegliche Existenz im Griff der Leere zu entreißen. Meint ihr nicht? Ja, Quellenjäger, auch ich bin recht optimistisch. Wow. Ich dachte gerade, wir haben was voll was Episches geschafft und dann. Dan hat ein Gespräch. Und so haben wir die Existenz eines Dämons der Leere beendet. Eine Kreatur, die so mächtig ist, dass sie den Stock der Zeit auseinanderreißen und die Tiefen des Raums entwurzeln kann. Um einen solchen Feind zu bewältigen, braucht man mehr als Fertigkeit und Gerissenheit. Ich weiß nicht, was genau ihr seid, Jäger, aber ihr seid mehr als nur Mensch. Ihr seid den Menschen höher gestellt. Ihr seid Göttlichkeit. Zeit wird kommen, wenn sich alles zeigen wird. Dessen bin ich mir sicher. Wenn es soweit ist, hoffe ich, dass ihr akzeptiert, was das Schicksal für euch auf Lager hat. Und die Mächte, die gewiss damit einhergehen werden. Oh, der ist auf Antworten. Entweder kann ich jetzt bescheiden sein und sagen, Menschlichkeit reicht mir völlig aus. Oder ich bin bereit, das mit allem aufzunehmen. Ich glaube, die ich auch. Falls das Schicksal wirklich mehr für mich auf Lager hat, dann werde ich es bereitwillig akzeptieren. Wie auch ich. Ah, es ist klar, dass wir uns auf der Straße zur Macht befinden. Eine Macht, die ich zu ergreifen ertrachte.
Komm. Wir wollen zurück zur Macht. Ihr seid ein kühner Jäger, gespannt auf die Veränderung, die kommen wird. Das ist gut so, denn ihr habt keine Wahl in dieser Angelegenheit. Das, was in euch lauert, muss sich offenbaren. Man kann die Seele des Tigers in dem Körper eines Tutans stecken und sie wird immer noch versuchen zu jagen. So steht es in euch. Etwas, das größer ist als wir alle, versteckt sich in der sterblichen Gestalt der Person, die euer Wesen umgibt. Ihr seid nur eine Hülle, ich werde langsam ungeduldig in Erwartung auf das, was da ausgebrütet wird. Der labert immer ein Zeug, der Typ, ey. Ja, ja, der ist ein bisschen hochtrabend, ne? Also erstmal, wir haben hier was ganz tolles. Genau, Speicher erstmal. Oh, jetzt einer in der Lava stampft. Kreuziger, oh, der. Ich wechsle mal wieder meine Waffe. Versuch gerade mal einen von diesen Dämonen zu finden, um zu gucken, ob die noch unverwundbar sind, aber. Siehst du noch einen davon? Die sind tot. Die sind alle gestorben, die Dämonen. Cool. Ist der ganz sicher Loot? Ich gucke mal hier der Altar. Hier ist nix. Das Skelett vielleicht, was da liegt. Das Skelett geplündert? Nichts geplündert, ne? Kannst du nicht einfach am Altar ein Skelett übersehen? Wo ist denn? Ach da, stimmt. Ist leer. Und bin wirklich tot. Schade, hätten wir die vielleicht vorher nochmal angreifen. Die waren doch alle unverwundbar. Aber vielleicht auch nicht. Das Portal kann man auf jeden Fall nicht. Metinephrium machen, warum sollten die da noch unverwundbar? Die Schafe waren doch auch unverwundbar. Die Schafe waren ja was anderes. Die hatten aber dieselbe Aura, die sie unverwundbar macht. Okay. Aber hast du jetzt schon einen Plan, wo wir jetzt hin müssen? Ich mal so weiter fragen darf. Wir haben ja jetzt hier erfolgreich. Den Rest haben wir schon mal gesehen, oder? Aber jetzt alles aufgedeckt. Wir waren ja schon mal. Du bist auch schon mal die Wege. Ja, ich habe mich ja einmal durchgeschlagen. Einmal genau. Also, du hättest das dann auch einfach. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Tenebrium-Waffen. Das stimmt, ja. Ja, dann müssen wir einfach nur wieder raus, oder? Ja. Also wir haben einen Ort vernichtet. Aber bei... Kommen wir denn unten bei dem Verlies auch irgendwie durch? Dass wir die... ist da auch ein Blutstein? Vielleicht ist da auch noch ein Blutstein. Ja, dass wir da vielleicht irgendwie... Auf diese Dinge habe ich vorher nie geachtet. Nee, auch nicht. Und der Charakter. Tja, kannst du mal laden, ne? Ja, dann würde ich sagen, reisen wir mal zur Heimstätte, wenn wir gleich. Wieso zur Hölle rennt die da rein, ey? Weil dann rennt sie nicht immer wieder rein. Die letzte Lavafläche und die Tante muss da reinrennen. Das Bett ist immer noch leer. Schade. Voll bei mich bei, bitte. Wo bist du denn? Ach da. Woher muss ich auch um die Lava drum rumlaufen? Ich bin Lava drum. War ich zu weit weg für dich? Ja. Endlich lässt du mich alleine. Der hat doch sicher was zu sagen. Liebe Sternstein-Kommandeure, ich entschuldige mich für den Zustand, in dem sich eure Heimstätte derzeit befindet. Hier drin geht es zu wie in einem Zoo oder schlimmer noch, einem Imparium. Was ist ein Imparium? Kenn ich nicht. Aquarium für Imps. Oh, dieses Spiel, das tut so weh. Ganz recht, diese kleinen roten Nichtsnutze tauchen wie aus dem Nichts auf, als ein weiteres dieser Portale aktiv wurde. Bei den 7 oder 700 Göttern, wenn ich irgendwas nicht ausstehen kann, dann sind das Imps. Bist ja, selber einer! Es gibt da eine Unstimmigkeit in dieser Aussage, auf die ich hinzuweisen, ich mich einfach anders da sehe. Das ist cool. Das muss ich, glaube ich, drücken. Ja. Ich weiß, aber wirklich, sie sind dämlich. Sie bringen einen zur Verzweiflung, sind unberechenbar und mit Geschichte können sie in etwa so viel anfangen wie ein professioneller Hellseher. Erzähl mir ein wenig mehr über diesen Verein von Zuxzaxen. Verein von... Ich niemals. Ich bin keiner von denen. Keiner von diesen Verbannten, die Sklaven der Dämonen und ihre eigenen Unzulänglichkeiten waren.
Bah, aber wenn ihr deren Geschichte hören müsst, dann redet mit ihnen. Mir ist nicht nach einer Laune meiner eigenen Art zumute. Ja, nach Laune. Ja, ja, ich hab gerade gelesen beim zweiten Mal. Waren meine Augen wieder schneller. Nein, was ich brauche, ist der Klang einer Symphonie, etwas zu rauchen und einen Schluck guten alten Weins und vor allem einen Unterschlupf fern von allen Imps. Ende. Wo rennt er jetzt hin? Ich verfolge ihn mal mit der Kamera. Wohin rennt? Ah, der steht. Zum Neuen, wie immer. Ah, stimmt. Also erstmal mit. Wir reden mit allen, oder? Wir reden mit allen. Vor allem reden die alle durcheinander. Hilfe. Also redest du auch schon mit einem? Nö. Achso. Mit einem Gespräch. Links im Kopf. Wollt ihr euch euren Weg hier reinprügeln, indem ihr das Ding durch die Gegend schwingt? Oh, das stimmt, ich habe meine Waffe noch draußen. Um der sieben Willen steckt die Waffe weg. Es war kaum meine Absicht, euch zu stören. Ich werde meine Waffe wegstecken. Oder wer seid ihr, dass ihr jemanden wie mir Befehle erteilt? En garde. Nee, das mache ich nicht. Ich stecke meine Waffe weg. Oh, bitte, keine Sentimentalitäten. Ich bevorzuge es eben, einem Gefolgsmann gegenüberzutreten, ohne dabei meinen Kopf zu verlieren. Meine Güte, tatsächlich. Ach, du lieber Himmel, ein Quelljäger. Vorsichtig, mir bleibt die Luft weg. Zu viel Luft. Oh, einfach Sir Imp. So habt ihr euch nicht hochgearbeitet. Hä? Das verstehe ich nicht. So habt ihr euch nicht hochgearbeitet? Ja, doch mal. Okay. Puh, ihr habt natürlich recht, Quellenjäger. Aber ich neige zu Überreaktionen, wann immer ich mit einem absoluten Helden konfrontiert bin. Ich habe gehört, dass ohne euch alle von Rivellon schnell in ihr Verderben fliegen würden. Ich bin am Weg. Wow. Haben wir was anderes? Oh, kein Grund jetzt zu drängeln. Es gibt noch genug von Imp des Jahres, was herumgehen kann. Ihr seid der Imp des Jahres, nicht wahr? Jedes Jahr. Sie nennen mich nicht ohne Grund, Majestic, mein Lieber. Nun, wo habe ich diese Flasche gelassen? Ich bin weg. Die sind alle nur versoffen. Hallöchen, mit Öhrchen. Zöhrchen. Begriffen? Begriffen? Ja, ich hab's schon begriffen. Erzählt mir von euch. Hört euch denn hier an. Warum werden Imps nie krank? Sie werden alle geimpft. Kennt ihr den schon? Wie nennt man einen selbstlosen Imp? Sie werden... Sie werden alle geimpft? Hä? What? Das verstehe ich jetzt nicht. Ey, das gehört euch nicht. Hey, hey. Achso, das hat ein anderer erzählt. Ich habe nicht auf den Namen geachtet. Stimmt. So long. Er hatte einfach mal den Namen vorne geändert. Wo war ich denn jetzt? Da muss ich weitermachen, ne? Seltsam. Ich zappe euch mit aller Kraft meiner fein ausgerichteten Geisteskräfte, aber anscheinend kann ich euch kein Haar krümmen. Ich würde an eurer Stelle nicht herumlaufen, um den Quellenjägern Gewalt zuzufügen. Nein, 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 keine Gewalt. Plötzlicher Knall, Explosionen, blutiger Nebel und anderes schönes Zeug hoch im Himmel geschleudert. Welch Glück! Der hat den Hund gerade hingezaubert. Was ist, wer ist der? Partylöwe. Was macht dieses Spiel? Hey, hallo, 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 Quellenjäger. Erzählt mir von euch. Ich sage euch, was auch immer ihr wollt, Freund. Aber ihr müsst bezahlen. Oh, wenn ihr mich aber so anseht, dann muss ich euch einfach mein bestes Angebot machen. Die Geschichte meines Lebens im Austausch für den Schrumpfkopf von einem Zwerg, sonst nichts. Ist das nicht ein toller Handel? Sag mal, wusstet ihr, dass ich von hier aus direkt hoch in die Ewigkeit fliegen kann? Es ist wahr. Seht zu, seht ihr? Ich war schon wieder da, ehe eure mickrigen Menschenaugen überhaupt sehen konnten, dass ich weg war. Bitte weg. Und was hat er jetzt gezaubert? Ich sehe es nicht. Oh, bleibt doch bitte. Ich zeige euch einen Trick. Seht her. 1, 2, 3 und nun heißt ihr Freddy. Unglaublich, nicht wahr? Der hat jetzt nicht wirklich meinen Namen geändert oder so?
Ich befürchte Schlimmes. Nein. Wo ist der Hase hin? Ich will wissen, wie der Hase heißt. Okay. Naja, ich wollte wissen, was der Hase sagt. Wo war ich denn jetzt? Da war ich schon. Jetzt den da. Hä? Kommen wir mal auf die Waffe des anderen. Hallo, hallo. Ja, macht es euch bequem. Dies ist schließlich euer Zuhause. Nicht? Ist es nicht? Was wisst ihr über die jüngsten Ereignisse? Die jüngsten, was? Ereignisse, mein lieber Imp. Was wisst ihr über die jüngsten Ereignisse? Oh, Ereignisse. Nun gut, wir Imps sind hier wirklich sehr glücklich. Quer durch Rivellon hat man uns gejagt, aber ich glaube nicht, dass uns die Wache hier finden wird. Ich bin mal weg. Der war langweilig. Ach, da steht ein zweiter drin, deswegen. Erzählt mir von euch. Ich gehe dann besser. Der hatte nicht viel zu sagen. Und der? Habt ihr einen interessanten Schatz gefunden, Quellenjäger? Etwas, das ihr zeigen möchtet? Erzählt mir von euch. Ach, ich hatte einen wunderschönen Traum, Quellenjäger. Eine große Faust stieg vom Himmel herab, öffnete sich vor mir und eine schöne goldene Büchse lag darin. Vorsichtig öffnete ich den Deckel und fand Schätze jeder erdenklichen Art darin. Karten, Pfänder, Gemälde. Ich wiegte jeden einzelnen Schatz in meiner Hand verzaubert. Und weinte bitterlich, als ich erwachte. Toll, ich bin einmal weg. So long. Last but not least. Seid gegrüßt, Quellenjäger. Ich habe sehr viele Fragen an euch, wenn ihr die Zeit habt, sie zu beantworten. Wie kann ich euch helfen? Nun, zum einen frage ich mich wirklich, wie dieser Ort entstehen konnte. Eine Heimstätte am Ende der Zeit, unfassbar. Nun möchte ich wissen, ob ihr mit das... Oh, der gibt mir Zahlen anscheinend. Ob ihr mir das genaue Gewicht eures Partners verraten könnten. Ich schätze, es ist irgendwo bei 24,670 Rakulas liegt. Aber ich bin nicht absolut sicher. Achso, 24,670. Was ist ein Rakula oder ein Rakulis? Wie viel ist das? Also das könnte ja sein, dass das stimmt. Wenn es richtig umgerechnet wird. So mal 10. Was? Wenn ihr etwas Zeit hättet, würde ich euch gerne noch nach eurer lieben Mutter fragen. Wie geht es ihr augenblicklich gesundheitlich? Und der Ausschlag auf ihrer rechten Wange geheilt, nehme ich an? Wieso kennt er meine Mutter? Und zum Schluss Kompasse. Kompasse. In der Götter 7 Namen funktionieren sie? Ich muss mich leider verabschieden zu Imp. Und so bleiben die Rätsel ungelöst. Ja, dieses Spiel. Wir müssen uns zum neuen Portal hin oder erstmal zu den. Oh. Partylöwen. Die sind. Naja, die sind irgendwo hingelaufen. Aber hier sind sie. Nicht. Ja. Ach geil! Haben wir eine kleine Privatarmee jetzt? Aber hier ist auch nichts. Sind die vielleicht wieder verschwunden oder so? Ja, die sind überall. Ja. Ich habe alle angeklickt. Ja, Partylöwen sind weg. Dann gehen wir mal zum neuen Portal, ne? Das behaupten wir nicht, das tun wir sogar. Ja, ich nehme mal den Unterherr der Dunkelheit. Welch wundervoller Ort das ist. Eine liebenswerte Region, um meinen müden Körper auszuruhen. Weitaus besser als die höllischen Ebenen, wie wir Imps gewohnt sind. Ja, ich denke, hier kann ich es aushalten. Natürlich nur, wenn ihr es gestattet. Was ist das? Es ist vollbracht. Wunderbar. Zickzacks ist ziemlich besorgt wegen euch. Warum? Oh, dieser eingebildete Historiker denkt, er sei so viel besser als wir Dämonenhörigen, aber nur, weil er niemals wirklich von Dämonen begeistert war. Dabei ist er lediglich ein Lakai der Götter, nicht wahr? Worin liegt der Unterschied?
Wie wäre es, wenn ihr mir eure Geschichte erzählen würdet? Denn ich denke, es ist, sie ist sehr kompliziert. Ihr sprecht die Wahrheit, schnappt euch etwas zu trinken, macht es euch bequem und passt gut auf. In der nächsten Folge. Tschüss.